Zoom wird auch immer besser mit seinen Entitäten. Ah, super, danke, Cordula. Und Leute, die gestern beim Entitäten-Zoom dabei, beim Entitäten mit Geld dabei waren, liegen heute flach, sind nicht alle da. Angemeldet. Und Jana hat es doch geschafft. Hallo. Andere haben geschrieben, ich kann heute nicht mehr. Das war gestern zu viel. Was kann schon zu viel sein? Also, hallo ihr Lieben. Liane und ich haben ja eingeladen. Und wie schön, dass noch mehr Dr. The Entity Facilitator da sind. Brigitte, Pia und wer auch sonst noch kommt. Super. Ja. Yay. Wir sind ja nur drei deutschsprachig, aber ich glaube, das wird sich im Juli massiv ändern. Das wird sich, glaube ich, ganz massiv, also expandieren. Ja. Finkel lacht schon. Ja, also ich weiß ganz viele. Tanja Barth, glaube ich, Dirk Bigel, Maria. Ja, schuld bist du. Ja, gern. Nehme alle Schuld auf mich, Bockbot, all den Scheiß. Dafür kommst du auch vorher noch mal nach Kaff jetzt wieder Neu-Isenburg. Ja. Am 21. April, gell? Nein, am 28. April kommst du nach Neu-Isenburg. Ja, das habe ich noch gar nicht gepostet, bin ich noch gar nicht dazugekommen, beziehungsweise nicht einmal noch auf Access gestellt. Ja, dann wünsche ich euch mal alle herzlich willkommen. Liane und ich sind Einlader und Bia und Brigitte sind auch Dr. The Entity Facilitator und sind natürlich herzlich eingeladen, mitzusprechen oder beizutragen, sagen wir so. Mitzukreieren, ja, auf allen Ebenen. Ja, wir haben das war eben die Geschichte war die, dass die Liane einen Dr. The Entity ganz in der Nähe von mir ausgeschrieben hat und dann mit der Maria geredet hat und ich so, wie können wir das zu unserem Vorteil nutzen? Und Rosmarie von Haus aus schon gesagt hat, ja, wie könnte man denn mit mehreren Facilitätern einen Call machen? Rosmarie, dein Plan ist aufgegangen. Sind mehrere da? Es sind mehrere da, genau. Ja, super. Und es gibt so viele Kurse auch auf einmal stattfinden und irgendwie trägt sich das alles bei. Und da habe ich einfach gedacht, das ist einfach gut, wenn man da ein bisschen zusammen was macht. Vielleicht. Genau. Nachdem wir alle einzigartig sind und nicht speziell, werden wir sowieso die Leute anziehen, deren Energie wir beitragen können, jeder einzelne von uns. Ja, wer weiß noch gar nichts von Dr. The Entity oder Entitäten? Vielleicht mag es derjenige kurz in den Chat hineinschreiben, wenn er nicht sprechen möchte. Genau. Das ist ja das Coole an dem Zoom, dass man. Ich mag auch sprechen. Hallo, ich bin die Erika. Hi. Ich habe nur eine schlechte Internetverbindung, deshalb verzichte ich heute aufs Bild. Ja. Ich habe zwar schon Foundation gemacht, aber dieses Thema mit den Entitäten hatte ich wieder ausgeblendet. Und jetzt wollte ich nur sicher sein, ob das jetzt irgendwie eine spezielle Art und Weise ist oder irgendwie, wo man da schon einen Vorkurs braucht oder ob sie ja mich auch nimmt. Wahrheit. Warum sollten wir, oder was würde dich abhalten, nicht aufgenommen zu werden, wenn du die größte Kraft, Macht und Potenz in deinem Leben bist? Yes. Alles ja. Nicht aufzulösen, zu stellen und umkehren. Ja. Danke, gutes Bett, weiter vom Blockport Online, Schwarzpause und wir uns. Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, ne? Aha. Weil, was ist das, wenn du, also ich kann jetzt nur mal sagen, ich bin ja MCF und Dr. The Entity Facilitator und Body Process Facilitator und demnächst auch 3 Tage Body Facilitator. Und was könnte mich aufhalten? Wer oder was? Wenn ich die größte Kraft, Macht, Potenz und der größte Dämon in meinem Leben bin. So wie ihr alle. Nobody can stop me.
Und was braucht es, dass das jeder für sich selber anzuerkennen beginnt? Ja. Das kann niemand für dich machen, sondern jeder selber auch das anerkennt, das wirklich beansprucht und verinnerlicht. So wie du sagst, Liana, gell? Verinnerlicht, nämlich das zu sein. Das ist so wie wenn wir in Access euch in Foundation sagen, dass man in der Frage sein muss und in der Frage leben. Keine Fragen stellen, die Frage sein. Das ist ein Riesenunterschied. Und da hilft es euch sehr, wenn ihr einfach neugierig auf euch seid und vielleicht zu neugierig, was die Frage für euch in eurem Leben zu eröffnen beginnt. Ohne Schlussfolgerung, ohne Erwartung, sondern so, ha, so wie Kinder, so, jetzt bin ich mal neugierig, was das Universum von mir alles zeigt, vermittelt, mir beiträgt. Und das ist ein bisschen eine Übungssache, weil es so ungewohnt ist. Und ich persönlich, für mich war das am Anfang mega schwer, in der Frage zu sein. Das war fast ein No-Go. Aber es ist für jeden möglich. Weil wie oft seid ihr falsch gemacht worden, ne? Ich kann mich erinnern, wenn ich gesagt habe, ah, was könnte ich denn noch haben? Und meine Mama oder mein Papa gesagt, du hast eh schon so viel, was ist mit dir los? Jetzt willst du noch mehr. Ja! Und dann war es so richtig wie, pff, aus jetzt. Wie könnte ich denn das umgehen? Also ich war immer, glaube ich, schon so, wie ich jetzt wirklich bin. Nur habe ich es irgendwie versucht zu umgehen, dass die Potenz, die ich wirklich bin, damit ich den anderen nicht zu viel bin. Und habe es nur dann gemacht, wenn wenig Zuschauer waren. Und kennt ihr sowas auch? aus früheren Jahren und alle Schemata und alle Entitäten, die ihr nicht anerkannt habt, die euch beitragen möchten, die ihr euch noch nie erlaubt habt zu fragen. Alles das zu schauen im Dunkeln. Und alle verfeinerten Bewertungen drüber. Good, bad, right, wrong, clock, pot, all nine, schwarz, boys and beyonds. Yes. Ja, Margarete, wo du gerade mit dem Anerkennen sprichst, oder Liane, es auch anzuerkennen. Es geht ja auch viel mehr darum, was ich jetzt für mich als sehr interessant ansehe, ist, oder was ich wichtig ansehe, ist, vieles, was wir wahrgenommen haben, wo wir aber nicht wussten, dass nur wir das wahrnehmen, weil es Entitäten waren, und wir dafür verkehrt gemacht worden sind, das rückblickend dann als das anzusehen, was es war, und anzuerkennen, das macht meiner Meinung nach auch ganz viel Raum auf. Gerade für diejenigen Entitäten, die schon seit Zeit meines Lebens bei mir sind oder vielleicht ab 10 Jahren oder 15 Jahren oder wie auch immer. Aber jetzt rückblickend zu sehen, oh, das war eine Entität und das war nicht verkehrt und das war nicht irgendeine Spinnerei, sondern das habe ich für mich jetzt rausgefunden, dass gerade diese Entitäten jetzt nochmal so gerne für mich tätig wären oder sind, weil ich es anerkenne, dass es welche sind. Genau. Ja. Super. Weil wie viel haben wir das immer schon gemacht, ne? Ja, was... Und das ist gleich wie mit dem, was ihr schon kreiert habt in eurem Leben, ob jetzt mit Entitäten oder einfach nur um die Frage zu sein. Und wenn ihr das nicht anerkennt, dann kann nicht noch was Größeres erscheinen oder für euch möglich sein. Alles, was das behindern würde, aufzulösen, mag das nicht umkehren. Okay, good, bad, right, wrong, clock, pot, all nine shots, boys and beyonds. Hallo, ich hätte auch eine Frage, bitte. Ja. Die Uli. Hallo, Uli. Hallo. Ich habe derzeit eine Entität, wenn ich schlafen gehe, in mein Bett, die mich total durchreinigt, aber mich überhaupt nicht schlafen lässt. Ich meine, ich bin dann am nächsten Tag zwar super durchgereinigt, aber schlafen habe ich jetzt die letzten 3 Wochen nicht wirklich viel. Jetzt habe ich schon gebeten, ob sie das vielleicht am Tag machen könnte. Da sagt sie nein. Wie viel mehr nimmst du in der Nacht wahr? Ja, wesentlich mehr. Ja, weil doch der Rest, der Körper schläft und die unendlichen Wesen unterwegs sind.
Ja, nur irgendwann sollte ich wieder mal schlafen. Ich tue jetzt schon seit 3 Wochen nicht mehr wirklich viel schlafen. Es wäre mal nett, wenn ich in meiner Nacht wieder mal schlafen würde. Könntest du die Entität deines Körpers fragen, ob sie in Ruhe und Frieden schlummern könnt, derweil du mit anderen unterwegs bist, ohne sie wach zu halten, ohne den Körper wach zu halten? Okay, das könnte ich probieren. Ja. Mhm. Alles, was jetzt bei Ihnen wird, zerstören und umkehren. Ja. Danke, gut, bad, weit, wrong, fuck, pot, all, nein, schwarz, poison, wir uns. Manchmal ist es so einfach. Oder meistens ist es so einfach. Und wie viel schwieriger machen wir uns alles, weil das sind wir alle schwierig sein. Und überall, wo ihr eure, oder wir alle gemeinsam vielleicht unser Potenzial mit Entitäten und mit Entitäten zu kreieren und von Entitäten zu empfangen, weil das ist ja eigentlich das Urding, das man im Foundation ja wahrscheinlich nur kriegt, wenn man bei einem Doktor die Entity-Facilitator an Foundation macht, weil den Beisatz steht schon mal, ich kann ihn mir nicht verkneifen und wahrscheinlich die anderen auch nicht. Dass ich sage, bitte nicht alle immer zerstören und umkreieren, sondern wirklich fragen, welcher Beitrag möchte sie sein und wie viel Team können wir gemeinsam kreieren und wie viel können wir gemeinsam empfangen oder kreieren. Oder der eine meiner, das ist ein Satz, den ich da liegen habe immer, what do I desire to create, what else can I create and generate that hasn't been possible before, greater than yesterday. Also was kann ich sein oder tun? Was wünsche ich mir zu kreieren? Was ist noch alles möglich zu kreieren und zu generieren, das noch nicht möglich war auf dem Planeten, würde ich sogar sagen, vorher. Weil wenn wir uns vielleicht vorgestellt hätten, Liane, Brigitte, Pia, was wir, wie lange wir auch immer schon bei Access sind, wenn mir vor 5 oder 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich auf der halben Welt war oder auf der ganzen, spürt sie jetzt an demnächst, und Kurse gibt und solche Rooms abhalte, wo die Leute überall sitzen können auf der Welt, hätte ich gesagt, ah, die haben es wirklich in den Helm geschissen. So was gibt es gar nicht. Oder geht es euch da anders? Ist euer Leben erweiterter geworden, seitdem ihr es gemacht? Wir haben das Glück, solche Menschen wie euch zu kennen, die dann schon davon erzählen, dass es möglich ist. Deswegen machen wir uns das jetzt gar nicht mehr unmöglich und in den Helm scheißen geht nicht. Die Entitäten haben wir schon alle getötet. Also mit dem Call, ich weiß nicht, habt ihr den alle, den Gary und Dan gemacht haben, um 23 Uhr am 24. Dezember. Wer ihn nicht hat, könnt in den Chat schreiben, dann schicke ich den einfach mit. Das waren nur 7 Minuten und ich habe da ein paar Fragen gestellt, wo er nicht auf die Fragen eingegangen ist, sondern einfach Clearings gemacht hat, wo wir uns immer wieder Entitäten am 1. Jänner oder um Mitternacht am 24., am 31. einladen und die Verträge neu abschließen. Also überall, wo ihr die Verträge am 1. Jänner oder am 31. Dezember neu abgeschlossen habt, möchtet ihr mal alle die Dämonen und Entitäten, die euch nicht beitragen, dorthin zurückschicken, from whence you came and never return back to this reality or my body again. Alles, was das binden würde, zerstören und umkehren. A good, bad, white, wrong, talk, pot, all, nine, shorts, boys and beyonds. Und das ist wirklich, also es war voriges Jahr schon und das macht er eben immer zu Silvester. Den Blödsinn, den man voriges Jahr schon weggehabt hat, sich die Verträge wieder neu zu kreieren. Wie gescheit ist denn das? Und vor allem, wenn du das machst, was eröffnet dir das für neue Möglichkeiten und wie viel Ballast geht damit weg? Ja. Kilos, Tonnen oder Megatonnen? Megatonnen Latte. Ja, genau. Das ist die Potenz, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Da kommen da und noch Class Registrations für jetzt. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie cool ist das? Und damit ich es nicht vergesse, Shannon hat dann um 22 Uhr einen Call, der auch kostenfrei ist. Und wenn ihr euch nur registriert, weil ihr schon schlummern wollt und die Körper ins Bettchen legen, dann kriegt es natürlich dort auch die Aufzeichnung.
Ich habe euch gerade den Link hineingestellt, ja, also in den Chat. Super, danke, Lerne. Alle, die schon, die vor ein, zwei Stunden angemeldet waren, denen habe ich das noch weitergeschickt. Eben, weil da drinnen auch steht, das ist am 27. die Lerne hat mir aufmerksam gemacht, dass natürlich durch die Zeitverschiebung ist es natürlich der 26. Und dann war ein bisschen Verwirrung, was ist jetzt um 20 Uhr oder um 21 Uhr oder um 22 Uhr? So viele Entitäten unterwegs. Und sie wird ja, und Australien ist einmal 9 Stunden 7 Uhr in der Früh. Genau, da ist 7 Uhr in der Früh und bei uns ist es ja 10 Uhr. Also gleich im Anschluss so Entities, Clearings, Erweiterung im Doppelpack. Und es wird übersetzt, ich glaube, die Nicole übersetzt Deutsch. Es wird auf Deutsch übersetzt, auf Italienisch, glaube ich, auf Spanisch und neu auf die Japanisch. Japanisch, ja. Also unglaublich. Und der Dr. The Entity Facilitator wird ja eben heuer in Wien sein. Und die Brigitte und der Christian Zickes und ich hosten das. Also wer mehr davon haben möchte, müsste natürlich zuerst bei uns ein Whole New World machen. Sorry. Alles, was das auch bringt, ist schon und unkriegen. Danke, gut, Bad White, von Bockpot, All Nine Shots, Boys and Beyonds. Und dann gibt es jemanden Fortgeschrittenen. Und dann, ich glaube, also wenn ich mich in den reinspüre, der wird hammermäßig werden. Beings of Light, also die Teamkameradenübung für die, die schon Entity-Kurs gemacht haben, wird da noch auf einen ganzen Tag ausgedehnt und verfeinert. Hallo. Ich mich echt schon. Was muss man dann vorher noch machen, bevor man die Shannon hören durfte, könnte? Whole the world? Also whole new world. Dr. The Entities, a whole new world, also eine ganz neue Welt. Also bei Liane, Brigitte, Bia, Mia und alle anderen. Ich glaube, wir sind um die 50 momentan weltweit. Und dann den Advanced oder den Immersion. Stimmt das? Bin ich da? Immersion heißt der, ja. Und dann darf man den Beings of Light machen. Das ist ein Advanced. Voll gefühlt, so rad. Und den Trainer könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr nicht CF seid. Einfach um für euch die tollen Tools von der... Also ich für mich persönlich kann sagen, mir hat der Trainer von der Shannon immer... Es war dann jedes Mal so puff. Das, auch wenn ihr ihn noch nicht geben dürftet. Ihr dürft zum Beispiel ein Intro-Facilitator sein. Da muss man halt weniger Voraussetzungen haben, wie wir haben. 28 sind wir jetzt. Cool. Das ist lustig, wenn man schon hin und her switchen kann. Also wie viel Interesse gibt es anscheinend wirklich an den Talk to the Entity Kursen? Und was ich kann... Entschuldigung, also, ja? Ich habe mal eine Frage, die jetzt mir hochkommt. Und zwar hatte ich vor ein paar Tagen einen Bass-Austausch mit der Jutta Koch. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Und dann kam ich mal dazu, so die Clearings auf Französisch zu übersetzen, weil ich ja auch selber halbe Französin bin. Und dann hat sie mir die Bass gegeben. Und dann meinte sie, irgendwie hätte ich eine französisch sprechende Entität bei mir. Kann es sein, dass die erst dadurch überhaupt angesprochen wurde, dadurch, dass ich habe das erste Mal wirklich jetzt auch Clearings auf Französisch gesprochen. Ich habe mich jetzt noch nicht damit näher befasst, weil ich jetzt auch wirklich flach lag, aber jetzt kommt das gerade, ist es wieder gerade ganz präsent und deswegen muss ich jetzt noch mal fragen. Es will nicht nur immer ich reden, es kann rück, Liane oder wer auch immer. Ja, es gibt ab und zu Entities, die einfach schlafen oder nicht sehr aktiv sind. Mhm. Und wenn diese Entität in den früheren Leben Französisch gesprochen hat und natürlich durch diese Clearings kann die natürlich sehr wach werden, aktiv und sich bemerkbar machen. Mhm. Und dann kannst du natürlich fragen, okay, was ist jetzt mit der Entität zu tun? Ist die zu klären? Möchte die mit mir kommunizieren? Oder kann ich was
möchte die mir was geben und könnte ich was von dieser Entity empfangen? Ja, wie gesagt, da bin ich jetzt noch nicht so weit oder vielleicht auch nicht sicher. Also ich habe das Gefühl, es ist eine beitragende Entität. Also so vom reinen Gefühl, aber jetzt noch nicht wie oder in welcher Form sie jetzt beitragen möchte. Mhm. Vielleicht muss ich auch ein bisschen mehr Französisch klären. Ja. Entschuldigung, echt. Ja. Und wenn du einfach die Wahrnehmung hast, ja, diese Entity wird dir beitragen, gell, ja, kannst du vielleicht irgendwo hinsetzen oder hinlegen, was für die angenehm ist, die entspannen und sagen, okay, was für Möglichkeiten habe ich, sage ich mal, einfach das von dir zu empfangen? Weil das kann ein Gefühl sein, das kann eine Information sein und das kann einfach auch eine Körperwahrnehmung sein, die wir vielleicht jetzt nicht gleich im ersten Moment so vom Verstand her erfassen. Mhm. Und du wirst es einfach dann die nächsten Tage, ich würde sagen, wird es vielleicht klarer oder du fühlst dich erfüllter, bereicherter, freudiger und das ist immer anders. Okay, ja, vielleicht bin ich jetzt, wenn es bei mir besser geht, ich denke mal, okay, ein, zwei Tage, dann kann ich es vielleicht besser wahrnehmen wieder. Okay. Also alles, was ja, dir jetzt nicht erlaubt, dich einfach zu entspannen, wie es dir jetzt auch körperlich geht, gell? Aber wenn du okay, ein bisschen verschnupft bist, verstörst und umkreierst du das bitte? Oh, okay, ja. Right, wrong, good, bad, Bockhall, nein, Schwarz, Boys and Beyonds. Und was ist, wenn das alles nicht so kompliziert sein muss? Was ist, wenn du das einfach ganz spielerisch damit umgehen kannst? Ernsthaftigkeit ja, braucht man da nicht so sehr. Es ist eine gute Wahl, ja. Ja, es hat was, ja. Ja. Ja, natürlich. Gerne, danke schön. Danke, dir. Ja. Ich darf gleich weiterfragen. Und was, nur ein kurzer Zusatz. Und was ist die erste Sprache, die wir sprechen? Energie. Genau. Ja. Also ich möchte da noch was dazu sagen, wenn es passt. Ja. Und zwar eine Kursteilnehmerin vom Entitätenkurs hat danach berichtet, dass sie eben eine Einzelsitzung gegeben hat und auf einmal war von der Klientin die Großmutter da. Und sie war aber dann ganz verzweifelt, weil sie hat die nicht verstanden. Und sie hat es ihr erzählt, sagt, deine Großmutter ist da, aber ich verstehe sie nicht. Ich weiß nicht, ich verstehe sie überhaupt nicht. Und ich sage, ja, das ist ja lustig, die kannst nicht verstehen, das ist eine Griechin. Und wie das ausgesprochen war, ja, ab da hat sie verstanden, obwohl sie nicht Griechisch kann. Ja. Und da kommt dann die Energie, so wie die Margarete sagt, dann geht das einfach nur über die Energie. Und sie hat das alles verstanden, was die ihr, dem Enkel, Tochter eben sagen wollte und hat das mitgeteilt. Also sobald wir das anerkennen, dass das eine andere Sprache einfach ist, funktioniert das, obwohl du ja Französisch verstehst. Ja. Aber dann traut es dich vielleicht auch mehr mit dir kommunizieren. Ja, wie würdet ihr mit euren Kindern auch sonst kommunizieren? Ne? Wenn mein Hund raus will, der zieht so Energie an mir. Und wenn ich nicht will, dann kann er ziehen, was er will. Und um das geht auch bei diesen Energieziehübungen, dass ihr bemerkt oder wahrnehmt, wann andere das mit euch machen. Nur weil wer an mir Energie zieht, muss ich nichts tun. Das ist das, was wir euch auch lernen in den Foundations, ne? Die Werkzeuge zu verwenden. Einfach einmal zum McDonald's zu gehen oder in einen riesen Supermarkt und einfach einmal mit den Energien zu spielen, damit ihr bemerkt, wann andere das mit euch tun. Wenn ihr nicht willig seid zu manipulieren, dann werdet ihr manipuliert. Und alle verfeinerten Bewertungen und alle Punkte der Ordnung, die wir mit dem vielleicht haben oder hatten oder schon viel weniger haben, zerstören und umkreieren und das Chaos instillieren, das alles Wissen, Wahrnehmen, Sein und Empfangen möglich macht, mit und von Entitäten, das wir bis jetzt für unmöglich gehalten haben. Good, bad, right, wrong, bock, bot, all, nine, shorts, boys and beyonds. Wir haben da am Chat, also kannst du mehr über dieses Empfangen von den Entitäten sprechen? Ist es mehr als eine Wahl?
empfangen. Wenn wer von euch natürlich einen Beitrag hat, gerne. Ich sage einmal schnell das, was ich jetzt sagen würde. Empfangen von Entitäten ist weit mehr als eine Wahl. Natürlich eine Wahl, es zu tun und zu empfangen zu wollen. Es ist wie, also es ist wirklich keine Gedanken, Gefühle und Emotionen mehr zu haben. Empfangen und kommunizieren geht so schnell, dass ihr das, das ist wie ein, und wenn ihr das verpasst, das ist so wie der Hauch der Zukunft. Dann ist es gerade weg. Und alles, was behindern würde, dass ihr den Hauch der Zukunft oder den Feder, wie sagt der Gary Liane? Feder Touch. Den Feder Touch der Zukunft nicht wahrnehmen, wissen, empfangen und sein wollt, alles das zu stellen und umkriegen. Okay, good, bad, white, wrong, talk, pot, all nine shots, boys and beyonds. Und ich habe vorher eine Frage gekriegt, wie kann man Entitäten wieder entlassen, beziehungsweise ihnen eine neue Aufgabe geben, die Nicole war, das beim Foundation letzte Woche war. Also würde man eine Entität, die beiträgt, entlassen? Man könnte ja einfach einen neuen Job geben. Das ist genauso, wie wenn ihr irgendwo arbeitet und sagt, okay, das ist nicht mehr lustig. Oh, ich suche mir einen neuen Job. Und es ist eben so einfach. Und wir lassen das Einfache nicht zu. Weil wir glauben, es muss kompliziert sein und ich muss krank werden nach einem Foundation und ich muss, was weiß ich, ob es der 7-Tages-Kurs auf Foundation oder COP wäre. Was wäre, wenn Veränderung einfach gehen wird. Und auch wollen die überhaupt da bleiben? Das ist meine Frage. Und dann, wenn sie uns zuträglich sind, dann lassen wir sie da und wenn nicht, dann schicken wir sie weg und dann, wenn weg und dann wohin? Also ich bin noch recht am Anfang, wie ihr merkt. From whence you came heißt, deswegen habe ich es auf Englisch gesagt, weil Gary sagt, wir sollen, also es können ja natürlich nicht alle super Englisch. Und er hat gesagt, die paar Worte werden sie sich merken. Es gibt keine richtige Übersetzung für dieses from whence you came. Also von woher ihr irgendwann einmal gekommen seid und alles, was du so wichtig, wertvoll und real dran machst, dass du wissen musst, woher die gekommen sind, anstatt zu wissen, dass wichtig ist, dass sie wieder weg sind, egal wohin, woher sie auch immer gekommen sind, also from whence you came, von welcher Galaxie, von welchem Universum, auch immer. Das muss man nicht wissen. Ja, aber ich stelle mir das für die nicht so schön vor, dass die hier sind. Wollen die hier sein oder wollen die lieber weg sein? Weiß man das oder weiß man das nicht? Weil ich denke so, wenn wir jetzt sie nützen für unsere Zwecke, dann halten wir sie ja vielleicht da, obwohl sie eigentlich gar nicht da sein wollen. Kann das sein? Bin ich da jetzt, also Verständnisfrage. Ja. Das, was ich jetzt gerade gesprochen habe, war die Beitragenden, also wenn die einen Job haben, denen wieder einen neuen Job zu geben. Und das, wovon du jetzt gerade redest, ist die, die man wegschickt, oder? Nee, ich denke jetzt gerade eben die, die uns nützen, die dürfen da bleiben oder die sollen da bleiben und die uns nicht nützen, die schicken wir weg. Verstehst du, was ich meine? Ja, ist richtig von uns, das zu entscheiden oder zu sagen oder wollen die lieber da sein oder wollen die lieber eigentlich weg sein? Oder weiß man das nicht? Willst du das? Wichtig ist nur, was du willst. Aha. Oder willst du, weil dein Nachbar gern hätte, dass du ihm den Rasen mähst, den Rasen mähen? Ja, ich mähe recht gern den Rasen. Für mich die falsche Frage. Ja, weißt du, was ich meine? Oder ich denke halt, das sind so vielleicht unerlöste Seelen oder so, die vielleicht gar nicht hier sein wollen und wenn sie uns nützen, dann halten wir sie quasi wie länger hier, weil wir sie dann da, obwohl sie vielleicht, so, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Obwohl sie vielleicht gar nicht da bleiben wollen. Und nur jetzt, wenn wir denen einen Job geben, müssen sie vielleicht da bleiben. Oder? Und
Und da geht es ja auch darum, weniger so Nutzen, gell? Weniger Nutzen und Benutzen, sondern was für ein Beitrag kann man sich gegenseitig sein. Ja. Und von diesen Teamkameraden, die sind ja jetzt nicht immer, kann man sich jetzt nicht so vorstellen, die stehen immer halb acht, gell? Sondern die bewegen sich einfach in ganz einen anderen Raum. Und da genügt ein Gedanke und ein Impuls. Also das heißt, kann man sich nicht vorstellen, die sind jetzt immer da und... Ja, ja. Ja? Ja, okay. Und vor allem, die haben ja ganz eine andere Energie, als wie jetzt andere Entities, die vielleicht eher, die du einfach klärst. Mhm. Alles, wo du das jetzt mit deinem Kopf verstehen möchtest, alles, wo du das jetzt so ganz schön geordnet haben möchtest, gell? Anstatt mehr in dein Wahrnehmen, Wissen, Sein und Empfangen zu gehen, zerstörst und kreierst du das. Ja. Right and wrong, good and bad, what and what, call nine shots, boys and beyonds. Ja. Silvia, ich glaube, es ist auch vielleicht für dich noch ganz interessant zu wissen, weil ich weiß, ob du das weißt, weil du eben sagtest, du wärst am Anfang. Das hat mir zum Beispiel auch sehr geholfen. Wir sind auch Entitäten. Ja. Mhm. Und wir wollen auch hier sein. Und wir sind nicht bisher nicht immer nur ein Beitrag gewesen, aber wir sind trotzdem hier. Ja, das ist vielleicht. So. Uh-huh. It's really about the space. If you're willing to take up the space, take up the space. Also Pia sagt, ihr müsst willig sein, der Raum zu sein. Thank you, Pia. Ja. Wenn ihr nicht willig seid, der Raum zu sein, so wie Pia sagt, dann wird jemand deinen Raum einnehmen. Ah ja. Ja. Dem Entitäten sind alles, was eine Definition hat. Also ob das jetzt ein Mensch ist, ein Stuhl ist, ein Tisch ist, ein Tier ist, ein Baum ist, ein Kobold ist, was auch immer. Alles, was eine Definition hat, ist eine Entität. Also man macht das, man glaubt dann immer, also was man aus Film und Fernsehen gesehen hat oder was einem als Kind, was die Eltern schon nicht geglaubt haben, dass es sowas gibt, dann macht man das so wirklich wahr und real, anstatt einfach zu wissen, zu wahrnehmen und zu sein. Mhm. Alle Gedanken, Gefühle, Emotionen, Sex und kein Sex, die ihr in Bezug auf Entitäten habt, mögt ihr das, alle Punkte der Ordnung, anstatt das zu haben, das Chaos zu installieren und alle verfeinerten Bewertungen drüber loszuwerden, das Wissen, Wahrnehmen, Sein und Empfangen sein, in Totalität. Okay, good, bad, right, wrong, pop, pot, all nine shots, boys and beyonds. Der war gut. Can I just say, it's really funny. I get some of the language, but I get all the energy, and it's so cool when you clear it. Yeah, thank you. Pia sagt, also sie versteht nicht alles, sie bekommt manche Wörter und dann hat sie die Energie und dann ist es so cool, wenn geklärt wird. Das ist der Grund, warum ich mir oft Englische angucke, wo ich auch nicht alles verstehe, weil die Energie dann eben auch in bestimmten Parts rüberkommt. Und das ist mal noch mal ein ganz anderes Erleben und Wahrnehmen, als wenn man jetzt alles versteht und der Kopf immer mitdenkt. Ja. It works. Also the demon clearing you just talked about, when you say it in English, you don't have to understand it. Ja. Also Pia sagt, es wirkt immer, auch wenn ihr es nur in Englisch sagt und Gary eben sagt, die paar Worte werden sie sich merken müssen. Auch wenn ihr sie nicht versteht. Ich kann mich erinnern, ich war einmal auf einem Telecall mit der Corinna Kevel. Corinna klärt manchmal oder oft in Russisch. Und ich bin dort gesessen und habe gedacht, ich bringe sie jetzt um. Und, gesagt, ah! Und dann sage ich, Corinna, jetzt muss ich was sagen, irgendwas ist da jetzt, ich könnte dich umbringen. Und Corinna sagt, klärt dann weiter und klärt weiter. Und ich, keine Ahnung, was ich verstanden habe, es war nur so, wuff. Und dann sind wir so weit zurückgekommen, dass meine Tante oder meine Urgroßtante von einem Russen, sie hat immer gesagt, er hat ihr Essen gebracht und dafür hat sie mit ihm Sex gehabt.
Und das war anscheinend noch so in meinem Körper drin, so. Und dann war das weg mit diesen russischen Clearings. Hat wer eine Frage? Ja, da möchte ich gerne fragen, weil gerade Dämonenhearing nochmal aufkommen ist. Habe ich gestern gerade erst gemacht und bin vorher aber eine Woche rumgelaufen mit, ich weiß nicht, was gerade los ist, das ist ganz komisch. Bis wir da gestern beim Körperprozesse-Austausch draufgekommen sind, dass da Dämonen am Werk sein könnten. Was ist es, dass man da, ich weiß nicht, wie lange damit rumlaufen muss, bis man endlich mal auf die Idee kommt? Sind das auch wieder Entitäten, die einen da in der Wahrnehmung, also in so einen Teufelskreislauf machen, dass man das nicht wahrnehmen kann, dass das jetzt gerade das ist? Wer mag? Ich rede die ganze Zeit. Ich fände es jetzt interessant, wenn alle die Vasilatoren sind, ihre Wahrnehmung dazu sagen. Das wird bestimmt interessant. Was ist einfach die unterschiedlichste Art der Entitätenwahrnehmung von jedem Einzelnen? Weil manche spüren das einfach über den Körper, manche spüren das über die Stimmung, manche spüren das über die Gefühle. Das heißt, wie praktisch nimmt dein Körper und dein Sein, wie nimmst du Entitäten wahr? Und jeder hat so ein bisschen ein Gespür, wenn er sich selber ist, also sein Being Me oder sein eigenes Wesen. Und wenn da etwas anders auftaucht, was, wenn man da gleich in die Frage geht, was ist das? Und dann kannst du gleich schon fragen, Entities, Demons? Ja. Und dann kannst du schon zu, je nachdem, das zu klären beginnen. Das habe ich gemacht mit was ist es? Und da kam aber tagelang keine Antwort. Ich habe kein Gefühl dafür gehabt. Sind es Entitäten oder ist es was anderes? Okay, hast du dann schon mal zu klären begonnen? Einfach so? Nee, das habe ich nicht. Mir gefällt es so, die Shannon hat einmal gesagt, oder hat das einmal geschrieben, clear a ghost a day. Also jeden Tag einmal einen Geist zu klären. Und das ist faszinierend, aber wenn du das Gefühl hast, naja, da ist jetzt gerade keiner da. Und wenn du das klärst, du merkst, wie sich die Energie verändert. So wie Zähne putzen, könnte man das an und für sich auch so ein bisschen in den Tag mit hineinnehmen. Mhm. Als Möglichkeit. Ja, und auch zum Beispiel können es auch Sprechstunden für die Entitäten, die mit euch sprechen, durch euch sprechen wollen. Weil oft wollen die ja durch euch sprechen und würden den Menschen mit Geld in der Hand nicht bringen, weil ihr schon so willig und bereit seid, die hilflosen Helferleins zu sein. Und dann, dann mache ich das halt. Anstatt zu fragen, wer spricht da? Wer will da was haben? Dann kann es irgendwer sein, den ihr überhaupt nicht körperlich kennt, sondern einfach durch diese Quantenvernetzungen, die wir alle miteinander haben, dann könnt ihr denjenigen anziehen, mit Geld in der Hand, um den zu klären, also um dem ein Beitrag zu sein. So ist es uns anfangs in den Kursen, mit den Entitätenkursen gegangen, dass wir alle gejammert haben, es sind so wenig Leute. Und dann haben wir einmal gecheckt, da sitzen ja haufenweise Entitäten ohne Körper da. Und ich frage bei jedem Kurs, den ich gebe, ob es jetzt eine Foundation ist oder ein Entitätenkurs, so, ihr dürft alle kommen und jeder, der da sitzt, muss mindestens eine Person mit Geld in der Hand bringen oder mir irgendwie anders ein Beitrag sein, mir Geld aufs Konto überweisen oder in Gold oder sonst irgendwie ein Beitrag sein. Seitdem läuft es ganz anders. Und alles, was behindern würde, dass ihr anerkennt, dass ihr mit und von Entitäten, mit denen zu kommunizieren und zu empfangen, auch Geld empfangen dürft. Alles das behindern. Alles, was das bin, zu stellen und umkriegen. Okay, gut. Bett, Waldwagen, Bockpot, Online, Shorts, Boys und Beyonds. Und was, wenn Geld
nur mehr das Beiprodukt des lustigen Lebens wäre, das dann automatisch fließt, wenn ihr aber das macht, was euch Spaß macht, wo ihr gedacht habt, ach, das ist so einfach. Das kann ja jeder. Zum Beispiel war das bei mir bei Entitätenkursen so. Wenn ich ein Foundation gegeben habe, war so Entitäten. Und dann bin ich plötzlich im 10-Tage-Kurs gesessen bei der Shannon vor 2 Jahren in London von 0 auf 100, also von Whole New World, Immersion Advanced, und damals hat es noch ein bisschen anders geheißen, und dann zum Trainer, und das war so. Und voriges Jahr sagt sie zu mir, Margarete, voriges Jahr bist du noch so da gesessen, hast gar nicht geredet, das ist wirklich wie ein Englischkurs, Access. Und now you never shut up. Also jetzt haltest du überhaupt nie mehr den Mund. Also ja, das ist so ein Zwischending gewesen. Natürlich 10 Tage Entitäten, wo ich gedacht habe, ich habe da überhaupt nichts am Kasten. Und Shannon und das Wissen wahrnehmen und sein, dass ich, oh, wie cool war das, ne? Und wie viel habt ihr Kapazitäten und Fähigkeiten mit Entitäten, die ihr bis jetzt abgelehnt habt, zu wissen zu sein und wahrzunehmen, alles aus der Spinnen würde aufzulösen, zu Shannon und Grimm? Okay, gut, Bad Wildwang, Bockpot, All Nine Shots, Boys and Beyonds. Und alles, was ihr aus Film, Fernsehen, Eltern, Freunden oder von sonst irgendwoher abgekauft habt, möchtet ihr das alles zurückschicken an alle Absender, zerstören und umkrieren, einfordern, zurückfordern, aufkündigen, abschwören, alles wieder zu euch nehmen. Bad Wildwang, Bockpot, All Nine Shots, Boys and Beyonds. Und alle Glops und Gloms, die das behindern würden, möchtet ihr auch das noch zerstören und umkrieren. Okay, good, bad, weit von Bockpot, all nine shots, boys and beyonds. Das ist mal ganz anders. Stille. Ja, die Glaubs und Glaubs ist ein Clearing und das ist eine ganze Seite, aber das lese ich jetzt nicht vor. Da kommst du zum Kurs. Ist auch egal, ihr müsst es ja nicht wissen, es wirkt sowieso. Haben wir da im Chat was? Ich bin jetzt die ganze Zeit am Gähnen, seit du sprichst, Liebes. Ich habe ja noch am Thema weitergearbeitet. Es hat mir irgendwo da vorne drin gesessen, das ist jetzt sehr frei geworden. Das ist der Brustkorb frei geworden. Also irgendwas hüpft mir noch im im Gehirn rum. Männer. Und haut nicht ab. Wahrheit, was ist es, was du nicht loslassen magst? Ich habe nur die Antwort, die nicht gilt gerade. Oder was ist der Wert? Was ist der Wert daran festzuhalten? Es gibt überhaupt keinen Wert. Wie dann? Ja. Würdest du alle Wesenheiten, die dir nicht beitragen, jetzt sofort den Job kündigen? Und ihnen sagen, sie sollen sofort dorthin zu. Also, go back from whence you came. Mitlauf mit Duplikat, genau. Ja, gut, Bad Weitwang, Bockpot, All Nine Shots, Boys and Beyonds. Und überall dort, wo du sie dir jetzt. Also, ich kenne Marianne schon länger und besser. Überall dort, wo du sie dir noch immer wieder und immer ein bisschen kleiner noch holst. Ja, aber das ist doch so ein Fuck. Warum bin ich so bescheuert? Und überall, wo du nicht bescheuert bist, sondern einfach sie dir einlädst, weil es so leicht ist, soll es das zerstören und umkriegen? Ja. Danke, gut, Bett, weit, warm, Bock, Bord, all nein, schwarz, Kreuzen wir uns. Dankeschön. Bitte, gerne. Kommen noch immer Registrierungen, wie cool ist das? Da müssen jetzt weit über 100 sein. Cool. Und alle dann weiter zu Shannon um 10. Zumindest registrieren
damit ihr die Aufzeichnung bekommt. Und Shannon ist einfach ein Erlebnis für sich. Ja. Also das will ich wirklich nicht versäumen. Nein. Also Shannon ist wirklich so, wie soll ich sagen, ich war beim Körperkurs, Alessandra war bei dem Körperkurs und hat Shannon mich natürlich anders behandelt, als halt jemanden, der gerade ein Foundation gemacht hat. Und dann waren so Gesichter so, oh, macht sie das jetzt mit mir auch? Und sie ist dann so gesessen und gesagt, Margarete muss das aushalten, sein Doktor, die Entity Facilitator. Und alle anderen so. Oh. Und das war auch super. Und Shannon wird nicht nachlassen. Die macht wuff. Schreit mit euch oder was auch immer. Was wirklich, was euch aufweckt. Und verändert eure Welt dabei. Verändert die Welt dabei. Und das ist unbezahlbar. Ja. Das ist ja vielleicht auch noch interessant für alle, die jetzt hier sind. Genau. Etwas über die vier Entities zu erfahren. Da gibt es bestimmt einige, die da was drüber wissen wollen würden. Jetzt. Das heißt, ja, ganz viele, ich spreche jetzt ganz viel die Leute, die Hunde vielleicht besitzen oder Tiere, Pferde besitzen, inwieweit sie mit ihrem Tier besser kommunizieren können, indem sie ihn als Entity ansprechen. Das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig und sehr für mich auch schon. Also ich kann nur von meinem Hund sprechen. Der hat mich gesehen, ist auf meinen Schoß gehüpft und nie mehr runtergegangen. Und da ist er geblieben. Und so viel Dinge auch sind, der sucht sich immer, wer auf ihn aufpasst. Ich bin ja doch viel unterwegs. Mein Freund ist auch relativ viel unterwegs mit seinen Arbeiten. Mein Sohn ist gerade beim Bundesheer. Und der zieht die Energie von dem, wo er sein will. So weit, dass er heute sogar eine Freundin von mir herbeigezogen hat, die mit ihm heute spazieren gegangen ist. Ich gesagt habe, ah, das war lustig, das mache ich öfter. Und auch wahrzunehmen, wo war das? Das war beim Susi Gotti, auch ein heißer Tipp. Macht also Tierkommunikationsseminare auch und da war ich voriges Jahr und da habe ich ein Intro machen dürfen für Dr. The Entities und schon sehr spannend, wenn Susi Gotzi und Tanja Barth im Publikum sitzen. War jetzt erst schon ein bisschen aufgeregt, aber es war so ein toller Beitrag mit ihren Fragen und der Energie und da war dann eine Frau, die hat gesagt, sie weiß nicht, was das ist. Sie hat einen Esel, da sitzt etwas oben. Und der Esel ist so arm. Und im Endeffekt war es dann so, dass ihr ein Ahne im Nacken gesessen ist und der Esel ihr das gezeigt hat. Wie wir das geklärt haben, war ihr ganzes Nackenproblem weg und der Esel war handsam. Zum Beispiel, ne? Auch immer fragen, auch was die Tiere sagen, wollen, tun, die kommunizieren mit euch ja ganz anders. Das meinte ich eigentlich auch damit, weil viele Tierbesitzer meinen, sie würden ihre Tiere nicht verstehen. Sehen sie sie aber als Entity, dann ist es ja wie ein, wir sind auch Entities, dann ist es praktisch von Entity zu Entity und ist wieder ein ganz anderes Verständigungswelle oder wie man das auch immer schimpfen will. So wie ein Equalizer, ne? Yes. Ja, dass du einfach den Equalizer einschaltest und sagst, Entity dir, Entity ich und wie geht die Kommunikation so, dass wir es checken. Und deswegen haben wir ja den Basispunkt Kommunikation, was das sehr unterstützt. Ja. Vielleicht doch also, Kontrolle und Kommunikation vielleicht gemeinsam halten oder über Nacht laufen lassen. Wie viel kaufen wir von der Realität ab, dass wir nur in der Sprache sprechen können, die wir da gelernt haben oder mit der wir aufgewachsen sind? Alle Punkte der Ordnung, die wir da von der Realität abkaufen, von der Wahnsinnigen, zerstören und umkreieren und das Chaos installieren, wo wir die neuen Trainees immediately, sofort mit totaler Leichtigkeit werden. Gut, alles, was das behindert, zerstören und umkreieren. Good, bad, right, wrong, bock, online, shorts, boys and beyonds.
Bier haut sie ab. Ihr dürft zurück Fragen. Weil bei der Shannon zum Beispiel wird es nicht, also ihr werdet dort nicht viel Fragen stellen können, weil also mein letzter Stand war 191 deutschsprachige, also wir sind Vorreiter, wer auch immer sich noch anmelden will, bitte macht es. Ich glaube, 90 waren es, glaube ich. Ja, auf alle Fälle waren wir die meisten Anmeldungen, die deutschsprachigen. Und da wird sie mehr reden und es wird einfach übersetzt dann. Zum Fragen stellen, soweit ich jetzt weiß, wird es nicht sein. Eigentlich gibt es eigentlich auch sowas wie globale Entitäten. Also ich meine, wir sind so viel beschäftigt zwar mit den eigenen Entitäten, aber gibt es auch sowas wie globale Entitäten? Ich meine, okay, die Erde ist ja auch eine Entität, ist ja auch schon was Großes, aber gibt es auch sowas wie globale Entitäten? Also gerade wenn so eine Gegend wie Deutschland jetzt oder der deutschsprachige Raum jetzt so viel auf einmal so viele Kurse entstehen, alle und Shannon kommt hierher und so, geht es darum, vielleicht auch so globale Themen zu verändern mit dem Thema Entitäten? Shannon wollte vor 2 oder 3 Jahren schon mal herkommen und hat es dann wieder, er hat den Kurs woanders hin versetzt. Und jetzt war wirklich so voriges Jahr in London, war so, jetzt ist die Zeit, jetzt ist Wien dran. Also das hat schon mit dem, was du da sagst, was zu tun. Wir fragen ja immer, wo ist der nächste Kurs, der am meisten Beitrag für das Königreich, das wir ist. Ne? Wo verändert sich am meisten für alle? Und die Erde ist nicht wirklich eine Entität, das ist irgendwie so ein bisschen eine Ausnahme. Das ist mehr. Yeah. I'm not sure I understood it right. But there are a lot of classes coming in Germany and has been going on in Germany. Yes. And a lot of things are switching and changing. And Germany is opening up, if you're asking about Germany and how. And that means Shannon can come too. Yeah, also Pia sagt, wenn sie es richtig verstanden hat, you did understand, right? wenn sie es richtig verstanden hat, dann ist es auch um das, dass die Energie sich einfach verändert, weil auch andere Leute in Deutschland, Österreich Kurse halten und damit ist der Raum für Shannon einfach offen. Sie ist einfach, wer sie dann anschaut, ist einfach wow. This is something like global entities, which we are clearing all together. Well, entities are energies that are all over too. Energies. We are too. Energies, entities. Yeah. Also Rosemary fragt, ob das einfach so Entitäten sind, die wir alle klären, und Pia sagt, es sind einfach Energien, die überall da sind. Und wir klären sie nicht mehr. We don't clear, also wir klären sie nicht nur. Das, was wir empfangen und wahrnehmen und mit ihnen kommunizieren, das ist der wirklich große Beitrag. Natürlich, was nicht beitragend ist, weg. Aber kommunizieren und empfangen und wahrnehmen ist ein Riesenteil. Weil was wäre, wenn ihr in die Natur geht und einen Baum umarmt oder ein Veilchen seht? Die sind einzigartig. Ein Veilchen wird niemals sagen, ich möchte so sein wie der Baum. Sondern ein Veilchen ist einfach ein Veilchen und weiß, dass es einzigartig ist. So wie Bia, Liane, ich, Brigitte und auch alle anderen, die nicht am Call sind. Jeder hat eine andere Einzigartigkeit zu geben. Und dann ist einfach die Wahl zu schauen, welcher Facilitator ist für mich der größte Beitrag. Wer wird für mich die größte Veränderung bringen? Also während meines Spaziergangs war ich heute alles. Ich war ein Baum, ich war ein Osterglöckchen oder was auch immer. Ich war die Straße, ich war die Sonne, ich war alles. Ich habe alles mitgenommen. Ja, was wenn du in Wahrheit alles sein kannst und nur immer als
aberzogen wurde, alles zu sein, weil wir unseren Eltern schon viel zu viel waren mit unserem bloßen Sein, ohne dass wir noch den Mund aufgemacht haben. Alle Punkte der Ordnung und alle verfeinerten Bewertungen und Schemata, die wir in unseren Körpern eingeschlossen haben und alle Entitäten, die wir schon mit der DNA mitbekommen haben, jetzt haben wir alle die zerstören und umkreieren und das Chaos instillieren, das euer Körper in Wahrheit ist und alles, was jetzt nicht beitragend ist, gehen lassen, zerstören und umkreieren. Danke, okay, good, bad, right, wrong, bock, bot, all nine shots, boys and beyonds. Und, sage ich, in jedem, also Körperprozesse sind unumgänglich. Wer nicht mindestens einmal in der Woche Körperprozess und Bas austauscht, ist meine interessante Meinung. Ihr werdet sehen, ihr geht viel schneller weiter. Viel schneller weiter. Einmal in der Woche ist Minimum. Kann ich die Entitäten das nicht machen lassen? Ausprobieren? Es fällt mir gerade mal so ein. Die habe ich hier mehr wie Bas-Leute. Dann sag deinen Entitäten und bitte alle, die hier sind, bringen mir jetzt jemanden mit einem Körper und Geld in der Hand. Alles, was das behindern würde, zerstören und umkrieren. Yes. Good, bad, white, wrong, bock, pot, all nine shots, boys and beyonds. Ihr dürft ja auch ein bisschen manipulieren, die Entitäten. Entitäten sind genauso wie wir. Die sind dumm, gescheit, blöd, schnell, langsam. Alles, was es heute gibt. Und das Schöne ist ja daran, weil du eben gerade sagtest, wir waren als Kinder von allem zu viel, zu schnell, zu vorlaut und. Jetzt gilt es nicht nur, das von früher wieder zu erlangen, was mein Wunsch erstmal war, sondern noch darüber hinaus zu gehen, genau. Weil da gibt es etliches mehr. Genau. Was noch damals waren wir einfach kleine Körper mit unendlichen Wesen. Und jetzt, also alles, was ihr so abgekauft habt, was ihr in 1000 Ausbildungen gehört habt, du musst einmal dein inneres Kind umarmen. Ihr Blödsinn. Jetzt bin ich Gott sei Dank der Erwachsene, der selber wählen, entscheiden und tun darf. Also inneres Kind, geh mal, sei wieder das, was du immer warst und sei lustig mit mir gemeinsam als erwachsenem Körper. Wenn ich mir meine Tochter, die Marie, anschaue, für alle, die sie kennen, ich meine, die ist nicht 9 Jahre. Das ist ein unendliches Wesen in einem kleinen Körper. Und alles das, was wir auch sein können, jetzt unendliche Wesen, mit einem Körper, der auch selbst entscheiden darf und wieder so werden darf wie ein Kind und damit auch noch Tonnen an Geld verdienen darf, mit Spaß, Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Alles, was das behindern würde, zerstören und umkrieren. Okay, good, bad, right, wrong, bock, bot, all nine shots, boys and beyonds. Da fällt mir gerade auch noch eine Frage ein, wo wir gerade so nett beieinander sitzen. Und zwar geht es ja darum, dass gerade auch jetzt in den vielen Zooms, die gezeigt werden oder auch in den Videos von Dane oder auch von Gary, dass wir alles annehmen sollen. Das Gute wie das Schlechte. Dann wird aber wiederum immer wieder gesagt, 10-mal am Morgen und 10-mal am Abend, alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Damit schließe ich ja alles andere dann wieder aus. Nein. Gut. Und zwar, so wie du sagst, ich muss annehmen und wahrnehmen. Das heißt nicht, dass ich in die Hundescheiße, die da am Boden steht, reinsteigen muss. Ich kann sie wahrnehmen, früh genug und drum herum gehen. Aber ich weiß, dass sie da ist und dass es das im Leben einfach gibt. Und Veränderung darf einfach leichter sein, als wir bis jetzt gedacht haben. Oder kommunizieren mit Entitäten ist viel, viel einfacher und wählen ist viel, viel einfacher, als wir bis jetzt gedacht haben. Weil wenn euer Verstand euch irgendwo hingebracht hätte, also your mind is running your body, also dein Verstand formt die Entität deines Körpers. Wenn wir das alles loslassen würden, was wir denken, hätten wir auch anders geformte Körper. Weil wenn ich mir in der Früh in den Spiegel schaue und sage, ah, wie schaut aus? So, da wir falten und die Haare sind nicht schön. Dann wird mehr von dem erscheinen, was scheiße ist. Und wenn ich sage, cool, schön, wie schön bist denn du heute? Dann wird mehr von dem erscheinen, was schön ist. Und alles das, was wir so wertvoll, wichtig und real dran gemacht haben, wie ein Körper auszusehen hat,
anstatt um die Entität unseres Körpers zu fragen, wie möchtest du denn gerne aussehen? Was möchtest du gerne tragen? Welche Entität der Kleidung wählst dir selbst aus? Wer hätte gern Geld? Das unendliche Wesen oder der Körper? Ja. Und dann ist es das Wissen, das Wahrnehmen und das Sein und das Empfangen von allem, aber nicht, du musst nicht unbedingt in die Scheiße steigen. Ne? Wenn du sie wahrnimmst, machst du einen Schritt zur Seite, aber es ist auch da. Alles, was das behindert, würde aufzulösen und alles, was ich jetzt gesagt habe, zu stellen und umkehren. Gut, das war vom Bockbord allen ein Schwarzbeutel im Björns. Ja, danke, ich bin jetzt schon ein wenig weiter. Ja. Und wie viel kommt noch? Ja, wie viel darf sich noch verändern in Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit? Mit Tonne. Entitäten. Nee, war das Latten von, ne? Oder Liane, was hast du eben gesagt? Latten von Tonnen? Ja. Megatonne Latte. Megatonne Latte. Da ist noch eine Frage im Chat. Und zwar ist die Frage, ob die Betrugspatrouille auch eine Entität oder ein Dämon ist. Die Betrugspatrouille, was würdest du sagen, Liane oder Pia? Das ist eine Sekte fast, oder? Ja, die Betrugspatrouille macht die ja falsch. Und das können natürlich jetzt Menschen sein, die falsch machen, aber natürlich auch Entitäten, die falsch machen, die an dir anhaften und andere Sichtweisen haben. Die können natürlich auch sagen, na, das kannst du nicht machen oder dazu bist du viel zu dumm oder... Und da ist es eben in der Frage zu sein. Wie ein Multilevel-Marketing-System. Um dich falsch zu machen, mit allem drumherum, ne? Mit Entitäten, mit Menschen, mit Eltern. Mit Menschen und vor allem, natürlich wendest du natürlich auch Betrugspatrouille gegen dich selber an, in manchen Dingen. Und wo missbrauchst du dich selbst, ne? Mhm. Da ist ja dann auch noch der Abuse-Hold dazu, den Körper zu entlasten. Was wir ihm alles aufgelastet haben. Ich hätte jetzt noch gern was dazu gesagt, so aus der Sicht heraus von einem Kursteilnehmer, weil ich ja schon das Glück gehabt habe, das voriges Jahr mit dir, Margarete, machen zu können. Und ich kann es wirklich nur an jeden empfehlen, weil aus meiner Erfahrung heraus, wir kennen alle die Werkzeuge, die Tools, die Körperprozesse. Und dann kommt man irgendwo so an einen Punkt, da geht es nicht mehr weiter. Und da habe ich dann wirklich für mich erkannt, wenn man da ein bisschen weiter geht und nicht nur diese Entitäten-Clearings da verwendet vom Foundation, sondern ein bisschen da tiefer einsteigt, wie viel das einen bringen kann. Weil auch wenn man die Clearings dann alle wieder macht, aber wenn man irgendwo wieder irgendwo vielleicht nicht so gescheite Wahl trifft, oder ist man dann hier und da wieder Einladung für neue Entitäten? Also auch dort immer wieder, das habe ich erst dann verstanden, dass du diese Entitäten-Clearings immer wieder und immer wieder machen solltest. Ja? Oder jemanden einmal anderen zu bitten, weil ich da vielleicht in der Bewertung war oder was auch immer oder irgendwo wieder einkauft habe. Und dann ist es wirklich einmal toll, wirklich selber in den Spiegel zu schauen oder jemanden anderen darum zu bitten. Machen wir mal ein Entitäten-Clearing, da sitzt wieder jemanden und einfach zu all diesen Werkzeugen dazu, diesen Entitäten-Clearings oder da intensiver in diesen 2,5-Tages-Kurs, also kannst du aus meiner Sichtweise sagen, echt, echt magisch, was sich da wirklich verändert hat. Ja? Wirklich da jetzt mit Entitäten zu kommunizieren, Angst habe ich nie vor ihnen gehabt, aber ich habe jetzt vollkommene Leichtigkeit damit. Und das ist wirklich zum Teil etwas, was, wie die Maria schon sagt, das uns da täglich begegnet. Ja. Und es ist ganz gleich, wo man jetzt wohnt, ob man jetzt auf der Großstadt wohnt oder auf dem Land wohnt. Die haben halt zum Teil unterschiedliche Qualitäten, aber genau. Begegnen tun sie uns immer und überall. Und was auch zum Teil so faszinierend ist, von der Energie her, die Entities zum Beispiel in Indien haben wieder ein bisschen eine andere Qualität als jetzt da in Österreich oder die Italiener. Oder in Australien, die Aborigines, das ist wieder ganz eine andere Qualität. Und es ist so faszinierend, wenn man sich das erlaubt und ein bisschen neugierig ist, das wahrzunehmen,
was für Geschenke da alles beinhaltet sind. Und dass man diesen Teil von uns, der ja ganz natürlich in jedem vorhanden ist, wieder ein bisschen mehr ins Leben einlädt. Ja. Das macht dann einfach vitaler. Ja. Vitaler und, was würde ich denn sagen, gesamter. Ja. Und spannender. Ja, aber was ich zum Beispiel auch für mich... Ja, für mich erkannt habe zum Beispiel, du sitzt jetzt irgendwo und dann ist man oft so schnell in der Wahrnehmung, mal, das ist der eine, der, der nimmt wieder Drogen oder da sitzt einer, der trinkt Alkohol und dann sagst du, okay, alles, was nicht meins ist, was ich da wahrnehme, das schicke ich wieder mit Bewusstsein dorthin zurück, wo es herkommen ist. Und dann kann es aber gerade bei denen, die was wirklich nicht so präsent im Körper sind, die sind ja die größte Einladung wieder für Entitäten. Und dann zu erkennen, ups, der ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nicht allein. Und wenn ich die Entitäten da mit wegschicke, macht es wirklich gleich nochmal was anderes. Also ja, es hat schon was, wirklich da in die verschiedensten Bereiche zu schauen, wo Entitäten wirklich, ich würde jetzt gar nicht sagen, eine Rolle spielen, aber wo man einfach erkennen kann, ah, da sind Entitäten wieder auch im Spiel und das dann zusätzlich mit den Clearings, die nämlich auch wegschicken. Ja. Da wird ein Beispiel auch von einer Teilnehmerin, mit der sind wir dann am Abend wo hingegangen und die war lustig und auf einmal ist sie so, das ganze Gesicht, das war alles wie wenn ja jemand was drüber geschmissen hätte, was ja auch so war. Und dann ihr Mann dann daneben zieht ja dann gleich Linien, die Betrugspatrouille der Entitäten hat ja gleich weitergezogen, ja was ist denn mit dir, was hast denn du? Und dann sagt sie, Margarete, kannst du noch mal kurz herkommen? Und dann sind hinter ihr gestanden ein paar Jugendliche, die nicht nur betrunken waren, sondern eben Entitätenhorden mitgehabt haben. Dämonenhorden. Die das wahrgenommen und ist dem Moment von lustig in psychische Depression verfallen. Dann haben wir das mal geschaut, was da los ist. Und dann hat sie es auch wirklich sehen können, was, dass die hinter ihr gestanden sind. Dass sie einfach nur wahrgenommen hat, was das war. Und sie sagt, wow, wie oft geht es mir so? Also und auch wie viele psychisch Kranke. Shannon hat auch so einen, wie wir in London waren, hat sie einen Abend gemacht mit psychisch Kranken und Entitäten. Also wie viele psychisch Kranke könnte man da in ganz schnellerer Art und Weise heilen? Heilen, ich kann nicht das mal versprechen, aber halt. Ich habe gerade zu dieser Situation jetzt mal eine Frage, die du erzählt hast. Hätte es da nicht auch gereicht, laut dem, was ich jetzt so bisher mitbekommen habe, wenn ich gefragt hätte, ist das meins? Und wenn es nicht meins ist, zurückschicken zum Absender? Hätte das in dem Fall dann nicht gereicht? In dem Fall war es nicht so, weil sie die Entitäten, also die hat die Dämonen denen abgenommen. Okay. Aber natürlich kann auch reichen, wem gehört das? Das ist jetzt echt, das ist wäre situations. Abhängig, ne? Da muss man dann einfach fragen. Oder was kriegst du das gerne? Ja, ab und zu ist es ganz eine große Erleichterung zu erkennen, was es jetzt in dem Moment ist. Ja. Und das passiert ja wirklich oft. Und ich habe das einmal selber erlebt. Das war Allerheiligen und das war ganz am Anfang nach meinem ersten Foundation-Kurs war das. Und an und für sich war ich ganz gut gelaunt und so weiter. Dann, das war noch in der Nähe, auf einen Dusch. Da war die ganze linke Seite weh und ich bin sowas von aggressiv worden und so genervt. Und ein Teil in mir, war nach dem ersten Entitätenkurs, okay, da ist was. Und das hat dann ganz schön, in dem Fall, es hat wirklich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das dann für mich geklärt gehabt habe. Und das hat mich dann schon sehr fasziniert. Und wie das dann von einer Sekunde auf die andere dann plötzlich wieder weg war. Aber wenn man so etwas erfährt und das ist gerade so intensiv in dem Moment, dann ist es super, wenn man jemanden anrufen kann und sagt, du schau du bitte gerade einmal. Ja. Und wenn man Ahnung hat, okay, es gibt Entitäten. Na. Ein ganz großes Thema ist dann ja auch die Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Um und Alles. Und deswegen heißt es ja Talk to the Entities, eine völlig neue Welt,
weil sie die wirklich zu eröffnen beginnt, zu eröffnen und zu erweitern und du ganz andere Zugänge bekommst und vor allem so dieses unmittelbare Wissen, dass du in dem Moment weißt, ohne nachzudenken. Es ist in dem Moment, wo du es weißt und wo es dir gewahr wird, ist es vorbei, ist es weg. Es ist dann zack. Und vor allem, das geht viel, also wenn ich jetzt so zurückschaue, wie lange das oft früher gebraucht hat, unter Anführungszeichen, und wie schnell das jetzt von einer Sekunde auf die andere da ist. Und für das bin ich unendlich dankbar. Ja. Anstatt dieses Stunden, Wochen, Tage lang, was man sich dort verdacht hat. Manchmal mitten in einem Gespräch, ne? Ich so, sorry, das muss ich mir jetzt schnell aufschreiben. Das war's jetzt. Ja. Anerkennung der Wahrnehmung ist für mich auch mit eins der größten Sachen, wo ich der Meinung bin, dass es bei mir dann noch mehr macht. Ich glaube, wenn ich was wahrgenommen habe und erkenne es an, oh, wow, wie toll, dass ich das jetzt wahrnehmen konnte. In dem Moment lade ich ja noch mehr ein. Das ist sehr rockig. Ja. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir noch die Fragen gehabt. Ja, was? Meine Idee. Du kriegst ja, wir haben jetzt 21.11 Uhr und um 22 Uhr sind wir ja wieder fit bei der Shannon. Und wer nicht live dabei sein wird, bitte tragt euch ein und kriegt die Aufzeichnung auch gesendet. Es wird auf Deutsch übersetzt von der Nicole. Und ja, und schaut einfach uns auf unsere Seiten, wann wir wo sind und wählt den Facilitator aus, der für euch der größte Beitrag ist. Und wenn wir gemeinsam oder einmal an einem Wochenende in der Nähe oder auf der ganz anderen Seite der Welt sind, dann können ja wir schauen als Facilitator, wer macht jetzt das Wochenende noch einen Entity-Kurs und uns beitragen und die Energien publizieren. Alles, was das behindern würde, aufzulösen, dass wir das Königreich des Wir mit dem Zoom jetzt aufgemacht haben, anstatt speziell zu sein, einzigartig, alles, was das behindern würde, aufzulösen, zu stellen und umkehren. A good, bad, right, wrong, top, for all, nine shorts, boys and beyonds. Ja. Wenn keiner mehr eine Frage hat, dann schauen wir, wann dass wir zur Shannon kommen. Genau, und der Link steht im Chat. Genau, der Link ist im Chat. Wo ihr euch anmelden könnt. Genau, wo ihr euch anmelden könnt. Wir gehen jetzt noch raus, bevor ihr abschaltet, weil das ihr die Aufzeichnung kriegt, das dauert, also das geht sicher nicht mehr aus vor dem Shannon-Zoom, weil der muss heruntergeladen werden und so weiter und so fort. Aber ich schaue, dass ihr morgen habt. Ich bin sehr dankbar für euch alle. Wir sind dankbar für uns alle. Danke für euch alle. Ja. Ja, interessant. Interessant, mal mehrere Facilitatoren zu hören. War super. Echt, hat und vor allem auch danke für eure Offenheit und für euer Interesse, wirklich neue Bereiche zu beschreiten. Was ist sonst noch möglich? Und danke der Rosemarie, noch, die eigentlich der Initiator war des Ganzen, dass sie jetzt noch cooler herausgestellt hat, Rosemarie, als wir gedacht hätten, als wir denken hätten können. Ja. Viel cooler, als ich gedacht habe. Das ist wirklich unglaublich und was hier sich gerade alles schon tut. Und ach ja, ich bin einfach so dankbar, dass das so hier entstanden ist und dass ihr alle da wart und ja, was ist sonst noch? Vielen Dank. Danke dir, Rosemarie, für die Organisation und für die Idee und für das Zusammenführen so vieler fähiger und super Facilitatoren. Ja. Danke. Vielen Dank an euch alle. Ja. Danke. Dann noch schönen Abend und wann immer wir uns sehen. Tschüss.